Alter, was ist das denn hier? Wie seht ihr alle aus, Alter? Genau, wahrscheinlich! Ich rufe hiermit ausnahms- und bedingungslos den Widerstand aus. Craft Attack, let's go. Gut, Leute. Schauen wir mal ganz kurz im Server. Auf geht der Hase. Auf. Ich hab's falsche Texture-Pack, glaube ich, drin, oder? Glaube ich, das ist das falsche Texture-Pack, Leute? Also, ich glaube, dass das falsche Texture-Pack, oder? Das ist das Richtige, sagt ihr alle. Perfekt. Perfekt. So, jetzt Leute, okay. Ja, yeah, mein Haus. Guck, was Dieter vor deinem Haus gebaut hat. Wir gehen mal gucken, Leute. Wir gehen mal gucken. Allzu schlimm würde es hier an der Stelle nicht sein. Was erwartet mich wo? Ich will meine Stärke nicht beweisen, Alter. Ich bin eigentlich voll... Alter, was ist das denn hier? Och, Alter, was ist das für ein Bullshit? Junge, was ist das? Leute, hallo? Chat. Ja, hallo? Moin. Hallo? Okay, was soll dieser Sch*** Turm hier vorne, Alter? Du musst so junger Herr Gewinnzeit. Was ist das für eine Sch*** Alter? Du musst deine Stärke beweisen. Holy Sch*** Matra, du dummer Affe, Alter. Bist in Bremen aufgewacht. Wie kann man so behindert sein? Spasti, Alter. Komm hoch. Ist Quittenturm. Mann, es ist du musst deine... Machen, du musst die Prüfung Stärke. Ey, ich sag euch jetzt hier eins, okay? Mach die Prüfung. Petrit, hast du den gebaut? Mach eine Prüfung. Hast du den hier hingebaut, Petrit? Mach die Prüfung, Revi! Alles okay. Wird dir, alles ich wird dir, nein, jetzt, ich alles mich wird jetzt, dir erzählt. Ich müde mich jetzt, oder Petrit, du antwortest mir. Hast du den gebaut? Nein. Wer hat den gebaut? Jemand, aber ich nicht. Sag mir, wer den gebaut hat. Prüfung gebaut von Gott. Prüfung ist gebaut von Gott, genau. Alter. Mach die Prüfung jetzt, los. Mann, das ist so unnötig, ihr kotzt mich alle so an. Ihr dummen Affen, Alter. Nein, wir Gottes Diener. Bitte mach die Prüfung jetzt! Mann, das geht ewig weiter nach oben, Alter. Was soll die Kacke denn? Deswegen ist es eine Prüfung der Stärke. Wäre es eine Prüfung der Stärke, wenn es leicht wäre? What the f***, Alter. Komm, du Schaffenprüfung. Kevin, kannst du anständig reden, Zurückgebliebener? Ja, was ist die Prüfung der Stärke? Den ersten Teil hast du geschafft, hier ist deine Belohnung. Wie siehst du aus? Wie siehst du aus, Junge? Holy shit, Mann, wie siehst du aus? Hast du wenigstens die Bohnen genommen, die ich dir gegeben hab? Das sind 6 Iron Nuggets, was wollt ihr von mir, ihr Psychopathen? Nein, die Bohnen! Das ist deine Belohnung dafür, dass du den ersten Test der Stärke geschafft hast. Kann dieser Turm jetzt hier weg, Alter? Stopp, weiter! Mit dir, weiter, du hast die erste Prüfung geschafft. Du bist so eine gottverdammte Matra, ich... Hallo, was ist hier los? Was ist das hier für eine Scheiße? Was ist das hier? Machen muss Prüfung. Wie seht ihr alle aus, Alter? Das kommt einfach, wenn man kein Dragon Ball guckt, Alter. Digga, was ist denn mit euch? Der Meister erwartet sie schon. Wie siehst du aus, Junge? Ja, und jetzt? Was ist das? Meditiere. Ja, meditiere, los. Boah, Leute, ich hab da keinen Bock drauf. Was soll das, Mann? Das ist so unangenehm. Kevin, wie siehst du aus? Das ist Meister Popo. Wie heißt der Meister Popo? Der heißt Meister Popo, ja. Oh Gott, der Revi hatte keine Kindheit. Alle im Chat, Revi hatte keine Kindheit. Was soll ich jetzt tun? Wir wollten mit dir trainieren, im Raum von Geist und Zeit. Ich will hier nicht trainieren. Doch, wir haben, ja, nicht hier, wir haben extra einen Raum von Geist und Zeit. Ja, von Dragon Ball, das habe ich mitbekommen, ja. Wo man einfach reingeht und der ist unendlich groß und da vergeht die Zeit sau langsam. Ja. Alter, ist das unangenehm. Komm mit, wir müssen hier hoch. Revi, bist du mit uns? Bro, das ist einfach nur ein Haus aus Wolle, das ist kein Raum aus Raum und Zeit, Alter. Geh da jetzt rein. Der Raum ist weit, Alter. Komm jetzt hier rein. Guck dir erstmal genau rein. Nee. Ihr könnt mich am Arsch. Geh da nicht rein. Ich geh da nicht rein. Du musst jetzt in diesen Raum und trainieren. Nee. Das ist deine letzte Aufgabe. Nein, ich geh da nicht rein. Petrit, was ist dein Problem, Junge? Wir gehen doch alle rein! Mann, Alter, ich sterbe aber da drin, du Affe! Alle in den Raum und Mann, ich hab keinen Bock, meine komplette Rüstung und meinen ganzen Scheiß wieder zu verlieren, Alter! Rein, Revi! Ich gehe da nicht rein! Wer die Prüfung besteht, wird reichlich belohnt. Du wirst echt belohnt. Petrit, ich belohne dich reich mit einem gottverdammten Anzeiger. Verpiss dich, Mann, wer bist du eigentlich, Alter? Lassen Sie den Meister in Ruhe. Mann, halt's Maul, Alter, ich will das nicht machen! Belohnung für die Starken! Das ist unangenehm, Alter! Ich wurde belohnt mit dieser Waffe, Revi. Boah, ist das schrecklich, Alter. Ich schwöre, das ist der größte Gehirn, den ich jemals in Minecraft hatte. Rein mit dir! Komm rein, Revi, ich erwarte dich. Mann, Romata, du Affe, Alter! Du bist in Bremen nach dem Saufen aufgewacht! Lass die Meister Quitte in Ruhe! Du Opfer!
Mann, verpiss dich, Alter! Ich geh da nicht rein! Nein, nee, ich geh nicht diesem grünen F***er da rein! Guck dir den mal an, wie der aussieht, Alter! Nein, nee, wir setzen dir alles, was falls du im Raum von Zeit und Leid durch hast. Alter, ich hab so viel Prismarin und alles hier! Ich hab keinen Bock, das alles neu zu fahren! Da gibt Mann, das Prismarin, da gibt das Prismarin her! Los! Ich kann doch hier keinem Tra... Wer? Warum ist Early Boy hier? Ich bin hier, um ihn zu unterstützen, Herr... Early Boy, die Schizophrenen haben mich entführt, Alter! Early Boy muss kämpfen in den Raum von Geist und Zeit! Early Boy, komm, geh da rein! Wir müssen jetzt hier meditieren! Early Boy, komm hierher! Nee, du musst auch rein! Nee, ich helf nur mit! Wir müssen meditieren! Ja, genau wahrscheinlich! Genau wahrscheinlich! Ihr Arschgeigen! Alter, das ist das Dümmste. Das war ein Akt des Terrors. Was ist hier gerade passiert, Mann? Ey, ihr seid alle komplett schizophren gestört. Revi, geh weg. Das ist eigentlich die Eins. Warum müsste ich dein, Revi? Ciao, Su! Okay, oh nein. Ich bin komplett verstört, Alter. Was ist hier gerade passiert? Tut mir leid, du hast die Prüfung nicht bestanden. Prüfung mein nicht Gott, bestanden. Alter, die Prüfung wäre gewesen, dass ich explodiert wäre. Nein, du verstehst es halt nicht. Okay, wer baut jetzt diesen Turm ab? Du hast die Prüfung nicht bestanden. Ja, bleibt jetzt stehen. Gut, bis okay. Die Prüfung besteht. Okay, gut, ich bestehe. Dann werde ich jetzt anders machen, dann ist mir jetzt auch egal. Ihr wisst, was das heißt, ne? Das, sogar Krieg und Karotten. Wer steckt jetzt dahinter? Wer baut diesen Turm ab? Ja, den Turm gibt es schon seit tausend von Jahren. Gott hat diesen Turm mal gebaut. Der wird nicht abgebaut, du hast die Prüfung nicht bestanden. Okay, gut, dann baue ich jetzt Kevins Lager ab. Alter, er zündet einfach bei uns im Lager. Ich bin mir ja nicht so sicher, ob ich das so gut halten darf. Kevin, guck mal, das Ding ist, ich habe einfach... Ja, okay, töte mich ruhig, Kevin. Töte mich ruhig, okay, wow. Du bist es selber schuld, Alter, du bist es selber schuld. Du bist komplett selber schuld, Bro. Du bist es komplett selber schuld. Okay. Oh nein! Nein! Was? Du bist es selber schuld, Bro. Du hättest mich gar nicht töten sollen. Du hättest mich nicht töten sollen gerade, Kevin. Ich hätte es bei dem einen TNT belassen, aber jetzt ist mir alles egal. Jetzt ist mir alles egal, Kevin. Was? Hättest du mich nicht getötet, Alter, wäre das jetzt nicht passiert. Hättest du mich leben gelassen, wäre es bei dem einen TNT geblieben. Aber jetzt bist du selber schuld. Ist ja viel kaputt gegangen. Junge, es ist alles kaputt. Hausverbot haben du in meinem Haus. Okay, gib mir meinen Stuff wieder und wir chillen. Dein Stuff ist explodiert. Okay, gut, dann wirst du dich jetzt darum kümmern, mir einen neuen zu holen. Nö. Okay, dann mache ich jetzt weiter kaputt. Dann komme ich jetzt jedes Mal mit neuem TNT an und mache weiter kaputt. So. Komm immer genau mit einem TNT und das plante ich und dann sterbe ich. Ich komme wieder mit einem TNT, plante, sterbe. Ein TNT, plante, sterbe. Immer weiter. Verstehst du, Kevin? Immer weiter. Und ich plante es immer genau da, wo es richtig wehtut. Verstehst du, was ich meine? Okay? Okay, gut. Dann ist mein Haus jetzt also auch kaputt, Kevin, ja? Ja. Okay. Alter, der hat hier alle zerstört. Ich guck mir das jetzt nochmal an. Herr Winzer, die haben sich zu bitten, diese Tat auch zu verlassen. Hey, haben ein Hausverbot. Ja, okay, gut. Dann ist mir egal. Ich hab's dir gesagt. Early Boy, du bist auch eine 31er auch eine richtige 31er. Ich bin hier dabei, die Stadt zu beschützen. Okay, pass auf, ich werde jetzt Folgendes machen. Wir kriegen das jetzt entweder gelöst und wir chillen. Aber ein Hausverbot. Möchtest du das jetzt die ganze Zeit weitermachen? Ich mach die ganze Zeit weiter. Aber ein Hausverbot. Okay, dann mach ich jetzt alles bei dir kaputt. Ich mach alles bei dir kaputt. Nein. Versuch es, das zu verhindern. Ich werde mich von unten reinbuddeln und alles kaputt machen. Nix bei Gamers Time sprengen, Technik. Das geht nicht. Hab ich schon. Was? Nein, bitte nicht. Willst du mich verarschen, Revi? Joe, deine Technik steht noch. Verpiss dich aus meinem Haus! Raus meinem Haus! Verpiss dich! Ich verpiss mich doch, Mann! Ich raste aus, ehrlich. Ich raste aus. Verpiss dich, hab ich gesagt, Mann! Verpiss dich, Mann! Ich mein's ernst! Verpiss dich aus meinem Haus! Verpiss dich! Oh, Leute, musste das sein? Nein, musste es nicht. Was soll der Scheiß bei euch? Ich weiß es doch selber nicht, Mann. Und ich wollte doch nicht, dass so viel kaputt geht, aber Kevin hat einfach auf mich draufgekloppt, als ob ich weiter TNT geplaced. Habe einen Meister angegriffen. Okay, Leute, ich schwöre es euch, ich beende jetzt den Stream hier. Ich habe gerade überhaupt gar keinen Nerv darauf. Überhaupt gar keinen Nerv, Alter. Es ist absolut geistig behindert, Mann. Digga, ich bin da real. Ich wollte natürlich nicht, dass so viel kaputt geht. Aber wenn Kevin nicht auf mich draufgeschlagen hätte, dann hätte ich auch nicht mehr kaputt gemacht. Ich habe ihm gesagt, yo, chill. Ich habe eine Sache gesprengt.
wo neben dem Lager, eine kleine Sache kaputt gegangen ist, Alter. Eine kleine Sache, drei Blöcke sind kaputt gegangen. Das war's. Okay, passt auf. Entweder wir klären das jetzt oder ich gehe jetzt einfach offline. Habe ein Hausverbot in meinem Haus. Alles klar, Kevin. Okay, gut. Gut, Chat. Ich bin dann an der Stelle raus. Das war's auf jeden Fall von extrem geilen 30 Minuten Stream. Ich bin an der Stelle durch. Ich werde jetzt in die Therme fahren. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Sehr, sehr lange habe ich eben überlegt, fahre ich jetzt nach Hause und lasse ich es jetzt einfach so beenden. Aber das passt nicht. Das passt nicht, Leute. Wisst ihr, wenn man streamt, hat man eine Verpflichtung. Verpflichtung gegenüber den Leuten, die diesen gottverdammten Stream schauen. Man hat aber auch eine Verpflichtung gegenüber sich selber als Person. Ich saß eben schon im Auto. Ich war kurz davor, auf den Startknopf zu drücken. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich der Meinung bin, dass das so hier nicht endet. Ich lasse einen Stream nicht so enden. Und Stream bedeutet nicht, dass ich nur verdammt nochmal eine halbe Stunde online bin. Ich habe meine Konsequenzen überlegt. Ich habe mir ganz genau überlegt, was wir jetzt tun werden, meine Freunde. Und ich glaube, ihr wisst ganz genau, was diese Schnecke hier oben bedeutet. Es ist jetzt an der Zeit, Konsequenzen zu ziehen, die hätten schon vor langer Zeit gezogen werden müssen. Es ist jetzt an der Zeit, meine Freunde, Craft Attack zu revolutionieren. Es ist jetzt an der Zeit, bei Craft Attack Änderungen einzubringen, Dinge zu tun, die wir bis jetzt noch nicht getan haben. Meine Freunde, eine Sache möchte ich, dass ihr sie wisst. Ich bin nicht der Dude, der einfach offline geht. Ich bin nicht der Dude, der sagt, es war's für heute mit dem Stream, wir sehen uns morgen wieder. Ich komme gleich zurück, und zwar mit Wut. Ich komme mit Wut zurück. Ich habe Kevin 250 Euro eben Subs gegiftet. Es war ein Friedensangebot. Er hat's angenommen. Wir könnten jetzt hier den Deckel zumachen und alles wäre gut. Aber jetzt, meine Freunde, jetzt bin ich getriggert. Und zwar endgetriggert. Meine Freunde, ich rufe hiermit ausnahms- und bedingungslos den Widerstand aus. Ich habe keine Lust mehr, jedes Mal, wenn ich online komme, zu sehen, wie mein Haus brennt, zu sehen, wie immer und immer wieder bei mir Scheiße abgezogen wird. Ich bin jetzt der Meinung, meine Freunde, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, diesen Widerstand auszurufen. Und wer möchte, kann sich mir anschließen. Ich werde weit, weit außerhalb der Stadt bauen. Und entweder es kommt jemand mit, oder wir gehen alleine. Denn jetzt ist Krieg, meine Freunde. Jetzt ist Krieg. Und es gibt nur zwei Optionen. Es gibt zwei Optionen und nicht mehr. Zwei Optionen haben wir. Entweder Leute schließen sich an oder sie sind gegen mich. Ganz klar. Es gibt keine Möglichkeit, uns neutral zu sein. Entweder ihr seid für uns oder gegen uns. Ist das klar? Das ist das letzte Mal, dass mein Haus, die Kathedrale, die Pat gerade kaputt macht, alles, was ich errichtet habe, wieder leidet. Irgendwann ist die Grenze erreicht. Und das Fass wurde bereits zum Überlaufen gebracht. Meine Freunde, entweder ihr schließt euch den Widerstand an oder ihr verschwindet. Ich werde jetzt hier Licht anmachen und dann, meine Freunde, geht's los. Okay, Freunde. Jetzt geht's los. Und zwar so richtig. Jetzt geht's los. Und zwar so richtig. Ich lasse mir nichts mehr hier gefallen und werde jetzt aufbrechen und das tun, was für mich als Bürger dieser freien und ach so demokratischen Stadt das Richtige ist. Ich werde meinen eigenen Weg gehen und entweder ich hole mir jetzt Leute, die sich dem Widerstand anschließen, oder wir sind auf uns gestellt. Ich werde jetzt ein allerletztes Mal das Friedensgespräch mit Kevin suchen. Craft Attack wird sich jetzt hier ändern. Fisch, mach's gut. Akani, wir sehen uns. Wir sehen uns wieder, mein Kleiner. Ich hol dich bald, versprochen. Ich komm zurück und hol dich. Papa ist nur kurz weg. Kendrick the Lama. Mach's gut, alter Freund. Verdammt nochmal, wir sehen uns. Mein Haus, die Burgruinen, das Schiff. Zeichen dessen, was ich einst war und nun nicht mehr bin.
Gut, Kevin. Du hattest deine Chance. Schade drum. Aber gut. Nicht jeder ist einem ein Freund. Entweder er kommt noch oder er ist raus. Kevin. Ja, bitte. Traust dich doch mit mir alleine zu reden. Ja, ich habe keine Angst. Ich wollte nur meinen Anwalt dazu holen eigentlich. Aber ich kann ohne den reden. Es ist keine Zeit jetzt für den Anwalt, Kevin. Die Umstände zwingen mich, eine Entscheidung zu treffen. Eine drastische Entscheidung. Du hast jetzt die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Was denn? Entweder wir gehen gemeinsam diesen Frieden ein oder es endet hier. Okay, ja. Und dieser Frieden heißt, dass du bereit bist, die Stadt mit mir zu verlassen. Warum die Stadt verlassen, Revi? Das ist das Opfer, was gebracht werden muss. Und wenn ich das jetzt nicht bringe, was genau, also was passiert denn dann genau? Trifft dann nur mich die Strafe oder die Stadt? Kevin, die Strafe wird jeden treffen, der mir auf den Sack geht und sich mir widersetzt. Siehst du zufällig, was ich auf dem Kopf trage? Oh Gott, ey. Ich ahne Schlimmes. Das Problem ist folgendes. Ich logge mich ein und ich werde abgefangen. Es ging jetzt 3 Wochen lang so und irgendwann ist bei mir eine Grenze erreicht. Kevin, es ist jetzt einfach zu viel gewesen. Es ist zu viel gewesen. Aber wenn ich mich jetzt auf deine Seite schlage, gegen wen wollen wir uns denn dann widersetzen? Wir haben dann ja gar keinen Gegner in der Hinsicht, weil es hat uns ja niemand was getan. Kevin, ich widersetze mich gegen die komplette Stadt. Kevin, ich hatte heute vor, Antonia einen Heiratsantrag zu machen. Hör mir zu. Ich habe extra eine Kathedrale gebaut und ich sehe wieder, wie Patrick meine Kathedrale kaputt macht. Alles, was ich baue, alles, was ich mache, wird mir genommen. Verstehst du, was ich meine? Und irgendwann, Kevin, habe ich die Schnauze voll. Und dann ist es der Zeitpunkt, zu sagen, ich ziehe mich jetzt zurück. Ich möchte, dass sich hier etwas ändert. Ich möchte, dass wir jetzt hier endlich mal anfangen, die Sau rauszulassen. Verstehst du, was ich meine? Das war heute schon mal ein guter Startpunkt. Aber warum bist du jetzt gegangen? Ich habe die ganze Zeit was für dich gemacht. Es geht mir einfach darum, dass mein Haus nicht mehr sicher ist. Mein Leben ist nicht mehr sicher. Mein Haus ist nicht mehr sicher. Es war zu viel. Warum schreck ich jetzt Patrick an, dass ich ein Verräter bin? Irgendwann dreh ich durch. Irgendwann dreh ich durch, Kevin. Und ich weiß, dass du einer der wenigen bist, obwohl du mir Unrecht getan hast, Kevin. Du weißt ganz genau, dass du mir Unrecht getan hast. Mit diesem gottverdammten Sturm, dem man doch irgendwo ein Stück weit trauen kann. Ich muss mich entschuldigen für das, was mit deinem Lager geschehen ist. Das war nicht von mir gewollt. Okay? Ja. Ich wollte nicht, dass dein Lager einen so großen Schaden erleidet. Und ich wollte sicherlich auch nicht, Kevin, dass wir später im Streit auseinandergehen. Verstehst du? Ich saß eben schon im Auto. Ich war kurz davor zu sagen, so, ich bin raus. Aber weißt du, Kevin, das wäre nicht richtig gewesen. Weil ich schulde diesen Leuten da draußen etwas. Und du auch. Und weißt du was? Ja. Geilen Content. Geilen Content, den wir nur erschaffen können, wenn wir jetzt das nächste Level in CraftStack anziehen. Entweder wir fangen jetzt das an, was wir gut können, oder wir lassen es bleiben, Kevin. Komplett. Und wir haben heute ein einschneidendes Erlebnis gehabt und jetzt ist an der Zeit, das Ding mal komplett auf Next Level zu heben hier, Kevin. Kevin, Rückkehr ist nicht ausgeschlossen, aber erstmal müssen wir Kräfte sammeln. Ich bin der Meinung... Also das ist echt eine Entscheidung, da muss ich mir echt Gedanken drüber machen. Das kann ich nicht jetzt hier sofort entscheiden. Weil das ist so viel, was ich zurücklassen muss, was ich mir aufgebaut habe. Aber gerade in den Trümmern erscheinen die Zeiten des Aufbruchs noch am sinnvollsten, oder? Schau an, was bei dir im Lager passiert ist, Kevin. Und du weißt, dass es nicht das letzte Mal sein wird. Möchtest du ewig alles, was du erschaffen hast, wieder und wieder aufbauen müssen? Warum willst du denn bei mir jetzt weiter was kaputt machen? Weil es nur 2 Wege gibt. Freund. Ja, aber das ist ja schon, das ist ja jetzt schon Erpressung. Das, was du jetzt machst, ist ja schon Erpressung. Dann sind wir ja schon keine Freunde mehr. Das habe ich nicht gesagt. Ich sage dir nur, dass dieses Angebot einmalig ist, Kevin. Und ich dich gerne in den Reihen begrüßen wollen würde. Sei mir nicht böse, Kevin. Ich habe es in der Stadt wirklich gemocht. Weißt du, ich habe so viel getan. Ich habe Leuten neue Häuser gebaut. Ich bin hingegangen und habe versucht, den Frieden einkehren zu lassen. Aber nichts hat funktioniert. Nichts. Und deine Kathedrale und alles lässt du zurück und reefed. Das, was mir teuer ist, werde ich irgendwann holen. Möchtest du wirklich in dieser langweiligen Stadt wohnen bleiben? Aber liegt das Abenteuer nicht darin, Kevin, was wir nicht haben? Also, es gibt eine Menge, was ich noch nicht habe, aber das wird noch länger dauern, wenn ich jetzt gehe. Weil ich bin dabei, mir das alles zu arbeiten in meinem Haus. Gut, Kevin. Also hast du deine Entscheidung getroffen? Also ich würde echt gerne lieber erstmal hier bleiben. Akzeptieren kann ich das vorerst nicht. Warum denn? Ich mach dir einen Vorschlag. Ich baue Nein, den Turm hör mir komplett zu, ab. Hör mir zu. Du kriegst deinen ganzen Stuff wieder, als wenn zu. Nie was passiert wäre. Irgendwann betrachtet man vertraute und neue Lande und denkt sich, eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Wie es hier aussieht. Irgendwann kehrt man an den einen Ort zurück, wo man hingehört. Machst du dir dann jetzt in Kürze dann ein Grinch-Skin rein?
gut, Kevin. Unsere Unterhaltung ist hier beendet. Ich werde weiterlaufen. Immer weiter. Immer weiter, bis wir den perfekten Ort finden. Und ich werde auch Gleichgesinnte finden, Leute, die sich Lust haben, mir anzuschließen. Aber vielleicht ist es gar nicht der Norden. Vielleicht möchte ich weiterziehen und andere Ländereien erobern. Vielleicht ist es dieses stinkende Sumpfland. Eins ist jedoch gewiss. Ich werde erstmal nicht in die Stadt zurückkehren. Magst du mit mir reden? Okay. Hey, wie moin. Komm mal mit. Was geht? Erzähl mal, was passiert ist. Ich habe die Stadt verlassen. Warum hast du das denn gemacht? Weil ich keine Lust mehr habe. Wer fragt das uns beide doch mal, hä? Mit Romata will ich alles. Nicht reden. Ich mute ihn. Ich will nicht, dass du jetzt direkt gehst, Revi, bitte. Die einzige Möglichkeit, Kevin, die bleibt. Aber ich habe jetzt extra was für dich vorbereitet. Schenke können mich nicht umstimmen, Kevin. Bitte. Ich spüre es unnormal gerade. Sie schreiben, Revi, ich habe was für dich. Komm bitte. Oh mein Gott, ist das hier schön. Holy shit. Oh mein Gott. Real Talk, ich fühle das hier gerade sehr. Diese Klippe. Ich bleib hier. Das ist der Ort, Leute. Hier bauen wir den Widerstand auf. Spartanisch beginnen wir und glorreich werden wir enden. Alter, geiles Ding. Let's go. Okay, Leute, wir werden uns hier aufbauen und eine richtig, richtig fette Base machen. Ist perfekt hier. Mir gefällt es hier sehr gut. Wir haben alles, was wir brauchen, Leute. Jetzt bekommt Patrick keine Klicks mehr. Möglich ist das, Leute. Möglich ist das. Möglich ist das. Na, was geht? Max, ich bin raus. Wie, du bist raus? Wo raus bist du raus? Aus der Stadt. Warum denn? Warum von mir denn? Wollen wir, okay, du machst einen Outposer, wir machen eine krasse Handelsbeziehung zwischen uns beiden. Max, ja? So läuft das nicht. Und was hast du jetzt vor? War doch jetzt gar nichts kaputt bei dir, Revi, heute. Hast du nicht bei mir viel mehr kaputt gemacht? Das würde ich jetzt so nicht sagen, nein. Oh, da sind Revi-Cords. Oh, das sind Koordinaten. Revi, ich komme. Ja, den machen wir nass. Okay. Dann schlachten wir ab. Kommt, lauft ruhig hier hin, wenn ihr meint. Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann, Max. Oh, zu mir trauen kannst? Wieso das denn? Du warst ja der Bürgermeister und du warst ein inaktiver Bürgermeister. Alter. Wollt ihr zu den Cords wirklich hinlaufen? Dann go. Viel Spaß euch. Ich wünsche dir in deinem Outpost frohes Schaffen. Ich hoffe, du hast dir genug Sachen mitgenommen, die du brauchst, ne? Wenn du Eisen brauchst, passiert? Essen oder irgendwas, ich bring dir das rüber, okay? Ja. Bis gleich. Vielleicht ist dann der richtige Moment, Early Boy, zu sagen, ich bin auch weg. Einfach nur eine neue Stadt, oder wie? Nicht eine neue Stadt, Early Boy. Wir bauen uns eine Base auf. Die regelmäßige Anschläge auf die Stadt verübt. Terroranschläge. Also er hat eben Koordinaten gepostet, wo du angeblieben bist. Ja, das sie waren mal komplett falsch. Ist ja auch keiner, wo ich langgelaufen bin. Durch den Nether bewegt, durch Eis, aus dem Nether raus, aus dem Nether rein. Die Spur zu verfolgen, Early Boy, ist unmöglich. Und sollte Patrick mich finden und töten, bei Gott, dann beende ich dieses Projekt. Weil ich will einfach nur in Ruhe spielen. Mehr will ich nicht. Was ich hier jetzt habe, gefällt mir tatsächlich ganz gut, Leute, diese Gegend hier. Das ist echt schön. Vielleicht bleibe ich sogar hier. Denk schon. Ich find's hier ganz gut. Na, Early Boy, wie sehr kann ich dir vertrauen, ist die Frage. Bis jetzt war ich immer sehr, sehr, sehr so loyal. Schau mal, das Ding ist aber, wenn ich dir jetzt die Koordinaten gebe, du hier aufschlägst. Ja, aber andere, die folgen können. Richtig. Leute, sollte Patrick mich jetzt hier finden, dann bin ich real, bin ich raus. Dann hab ich keinen Bock drauf. Leute, wenn Patrick jetzt hier aufschlagen sollte und mich tötet, dann ist vorbei. Dann ist wirklich vorbei. Ich sag's euch. Na, wie soll er es dann finden? Er wird mich nicht finden. Ich glaube nicht, dass er mich finden wird, Leute. Ist relativ unmöglich. Bring mit, was du kannst, Early Boy. Ach, mein schönes Haus. Ich werde dich erstmal nicht wiedersehen. Glaub mir, ist zu deinem Besseren. Zu deinem Besten. Petter will mich streamsnipen, Leute, aber wird es nicht schaffen. Der Boy ist komplett lost, komplett unfähig, also wirklich. Real Talk. Nicht mal die leiseste Ahnung, wo ich bin. Ja, mein Freund, Standardskill hier. Ein Video. Ja, Standardskill-Musik, ich weiß. Ich hab das Obsidian nicht mitgenommen. Alter, Early, warte. Wenn ich hier jetzt an der Stelle, also durch den Nether durchgehe, müsste ja funktionieren, warte. Ich seh dich. Wunderschön. Die Fackeln müssen weg. Die kommen aber nicht von mir. Ist jemand so weit schon im Nether gelaufen? Sind einige schon richtig weit im Nether gelaufen. Willkommen, Early Boy. Willkommen. Links unter. Das ist einmal eine Rüstung für dich. Oh, lecker, Dagger. Lecker. Nein, Leute, ich brauche keine Kaktusfarmen. Rumpel snitcht auf jeden Fall mit Patrick und sucht mich auch. Das heißt, Rumpels Haus wird auf jeden Fall auch zerstört werden. Tut mir wirklich leid, Leute. Muss ich jetzt einfach an der Stelle mal sagen. Also, Rumpels hat jetzt die Möglichkeit, sich hier zurückzuziehen. Patrick, ja. Brauchst mich nicht weiter suchen. Ich werde irgendwann zu euch kommen. Und entweder steht da eine Kiste mit allem, was ich fordere, oder ich mache alles kaputt, was euch gehört.
Nochmal was? Ich fordere Gegenstände. Ich fordere 20 Invis Potions, weil ich so viele brauche. Okay. Eine komplette OP-Rüstung. Aha, kannst du selber machen, ja? Ich habe keine Dias. Es ist egal. Oliver hat auch für den L1-L3 gedrückt. Ich muss es einfach nur spannender machen. Doch. Nein, hat er nicht. Wann soll ich das denn getan haben? Ja, dann sag doch die Koordinaten. Ich komme jetzt einfach gleich zu euch. Alles gut. Dann sag doch die Koordinaten, wenn du es weißt. Ja, muss ich den Clip gleich wieder aufmachen. Peter, ich werde bei dir alles kaputt machen. Ich hab dir ein Haus gebaut, ich mach's wieder kaputt, ist mega. Ich werde das Projekt für dich zur Hölle machen. Ich werde alles, was du jemals gebaut hast in Crowdtech, kaputt machen. Auch von dir, Rotpilz. Oh. Bist du wieder Felix? Felix hat sich selber zum Feind gemacht. Er hat sich selber ausgeschossen. Ja, weil er snitcht. Es ist Snitchpilz, man kennt ihn. Wenn plötzlich einfach in deiner Base TNT ist. Und du kannst es machen. Du kannst. Und dann bin ich tot und respawne einfach wieder in meiner Base. Nun ja, Revi, dann bau mal deine Baumhaushütte da zu Ende, ne? Petrit, hast du ein bisschen Eierflattern? Ich hab keine Eierflattern. Du hast Eierflattern, ich merk das. Petrit. Komm, Felix, let's go. Komm jetzt. Ja, komm. Komm. Also würden wir es jetzt einfach. Ich finde den. Bro, ich finde den. Das ist überhaupt kein Problem. Also, wenn du mich findest, dann wirst du gefabbelt. Und wenn du mich nicht findest, dann wirst du auch gefabbelt. Weißt du, was ich meine? Du bist wie meine. Du bist wie mein. Ich werde dich die ganze Zeit. Digga, meine Schwester guckt den Stream! Hör auf, sowas zu sagen! Du wirst nie wieder, du wirst nie wieder Spaß haben, Crowdtech. Felix, das geht zu weit. Felix, wo bist du? Aber eins weißt du, Petit, du bist mein Loch und ich werde dich weiten. So, Leute, ich glaube, es ist Zeit für mich offline zu gehen. Du legst dich mit einem Geisteskranken an. Ist das so? Ich liebe mich gerne mit Geisteskranken, verrückten Menschen. Wie geht's dir heute? Ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Nein, bist du gar nicht. Du läufst ganz falsch. Weißt du doch nicht, Digga. Doch, ich sehe, wo du langläufst und da bin ich nicht lang gelaufen. Das Lustige ist, selbst wenn du mich findest, du weißt nicht, wo ich mich ausgelockt habe. Aus deinem Leben wird nichts mehr. Wenn da frisch Lava runterläuft, Patrick, weißt du, dass du den Chunk gerade generiert hast. Grüße gehen raus. Ja.